Deutsch für Anfänger 4, Lektion 36, Adjektive, dritter Fall, bestimmter Artikel. Bevor wir diese Lektion abschließen, E-Lektion, Uriga, Gunegitone, machen wir noch ein paar Wiederholungsübungen aus dem Schubert Verlag. Was ist richtig? Ergänzen Sie die Sätze. Es geht wieder um Verben, also Dongsa Yagi Imnida. Kodomion ion subhalte pointnun, tonjoni sengakhamyonso, yoginun ASCS 때문에요. 이렇게 하지 말고, 바로 보고, 바로 빨리빨리 말할 수 있도록 열심히 활동해 봅시다. Also, hier geht's um Spielen. Nolda, Maximilian, Namcha Irum, Kodomion ero sengakhashigo, baro spielt, er spielt gern Fußball. Mata, Yosong Irum, Mata hört gern Popmusik. K-Pop, Pop. Pop malgo, O, also hat malgo, hot, K-Pop, J-Pop, Popmusik. Sammeln, sammeln, Moda, Mochipada, Hans, das ist Namza Irum, Hans sammelt. I paromi chokum oryopcho, i elt umchol, elt, elt, sammelt, sammelt. Hans sammelt Briefmarken. Briefmarken kommen auf den Briefumschlag, das sind Briefmarken. Lesen. Ich lese. Hat jemand? Du liest. Susanne. Yosong Irum. Susanne liest gern Kriminalromane. Der Roman. Das ist dann immer check. Also so soll im Nida. Roman. Nun, chokum Romance. Gatun nukimi odinga igetsiman. Drama gatun yagi. Sarang gatun yagi nun. Hanado. Sangon opseo. Potong han so soll im Nida. Kriminal bedeutet Gyeongchal, Prompte, Iron Yagi, also Sherlock Holmes, Katungo, CSI, da muss man mal Iron Yagi nun da, Kriminalroman, eben nieder. Nummer 5, schreiben. Martin schreibt Computerprogramme. Martin, das ist die Namza, Irum. Und Computerprogramme, Programming hat er, Programmieren. Iron Dongs hat du itziman, Programmieren halt nun, Coding, also I Code hat sie, so ja, Hanika, Suda. Schreibendo, Programming라는 의미로 쓸수 있습니다. Nummer 6. 많은 사람이 이렇게 같이 노래 부르면, das ist der Chor. CH in der K 발음. Der Chor, der Chor 말고, der Chor입니다. Chor. Marie, 여성 이름. Marie singt im Chor. Lernen, meine Nachbarin lernt Gitarre. Akki, Gitarre, Klavier, Piano, 이런 악기는 기본적으로 문장 속에서 관사 안 씁니다. Also, 이웃집 여성이 기타 배우고 있어요. Und Nummer 8. Wohnen, meine Schwester, 동생, wohnt in Berlin. 어디 어디에서 살아? In 장소. Meine Schwester wohnt in Deutschland. Meine Schwester wohnt in Berlin. Das war wieder mal nur eine ganz kurze Übung. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.